Jo Jungs, es ist jetzt Abend 24-Stunden-Stream. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend streamen werde, aber ich wollte mich nochmal melden und sagen, vielen Dank für die ganzen Leute. Man sieht es nochmal, 53 Subs erreicht, über 1300 Follower gemacht und im Spendenziel ganz schön weit nach vorne gerückt. Da wollte ich mich nochmal bedanken. Ich spiele jetzt hier nochmal noch ein bisschen Trophy-Push, wir machen die Kronentruhe voll. Ich habe jetzt eine Folge gemacht, kann noch eine Folge machen, habe ich gerade. Ich mache da mal die Ding noch voll. Oh, 91 Days ist ja, glaube ich, auch ein guter Clan. Wir entfernen hier mal den Countdown. Scheint mir good luck. 91 Days. Irgendwo kenne ich die. Na, klasse. Oh, er spielt wahrscheinlich das Golem-Deck. Gar nicht gut. Hätte ich mit dem Bogenschützen anfangen sollen. Er hat so einen immensen Vorteil mir gegenüber. Und dieses Golem-Deck hat mich jetzt immer in der Overtime richtig krank überrannt. Richtig krass war das immer. Also richtig eklig. Ja, immerhin das, immerhin das. Das war das Wichtigste, dass der Elixierpumpe down geht wegen seinem Golem. Müssen wir mal schauen, wie wir das noch hinbiegen. Das ist das Golem, der 100%, bin ich mir echt ziemlich sicher. Ja, hat aber schlecht gekitet eigentlich. Nicht gut, gar nicht gut. Wir müssen halt auf jeden Fall ein bisschen Damage machen, weil, wie gesagt, in der Overtime wird das Deck uns zerstören, leider, muss ich mal dazu sagen. Wenn ich da, ja. Kein Turm bekommen. Das ist ja gerade das Problem. Er hat zwar doch kein Damage gemacht, aber wie gesagt, die Overtime gehört ihm. Oh, es ist nicht mal mit einem Golem zusammen, aber trotzdem. Scheibenkleister. Scheiße. So. Und damit hat er uns wahrscheinlich jetzt überrannt, so wie es aussieht. Oh, jetzt habe ich noch vergessen, Steam auszumachen. Okay, auf den Friedhof hin, das wäre perfekt. Ah, gut, er setzt den Golem, aber ein bisschen zu früh, den Eisgolem, aber ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Da haben wir, glaube ich, seinen Turm. Ah, ne, noch nicht ganz, okay. Jetzt sind die Elite-Bahn hin. Ich weiß, dass er noch ein Holz hat, das ist das nächste Problem. Ah, doch, das gewinnen wir krass. Ah, ne, oder warte, 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 warte. Was macht der Elite-Barbar da? WTF. Wellplayed. Oh, ich dachte gerade, Mann, diese Elite-Barbaren entwickeln immer ein eigenes Leben. Was ich ja gerade noch sagen wollte, ich habe jetzt hier gerade auch per E-Mail noch von Twitch bestätigt bekommen. Mein Präfix wurde angenommen. Also, mein Präfix ist Chefkoch. Nie gedacht, dass sie das annehmen. Also, was man als Emote schreiben kann, was sich dann zum Emote verwandelt, theoretisch. Chefkoch. Und jetzt wurden schon meine drei Emotes direkt angenommen. Also, ich konnte jetzt direkt schon reinspammen. Ich kann auch ganz am Ende vom Video vielleicht noch ein Screenshot dranhängen, dass ihr mal die Emotes seht, wie die im Chat aussehen. Ist vielleicht ganz lustig. Aber ist geil. Also, da hat jetzt sich Twitch schon extrem noch bemüht, dass das dann klappt. Oh, die müssen noch dazwischen. Ja, es klappt. Gut, mein Riese ist halt RIP. Stier. So, jetzt noch ein Sepp. Ah, der Sepp ist nicht mal gut. Oh, wie schlecht war der Sepp? Null rentiert eigentlich. Naja, bisschen für die Kartenrotation. Gar keinen Hit rausbekommen. Leider.
Okay, sieht jetzt nicht so gut aus. Hat auch einen Sepp dabei. Oh, die Lakaienhorde. Ah, die lassen wir nicht durch. Muss einen Feuerball geben. Schade, ich den Feuerball eigentlich noch auf den Miner geworfen. Naja, noch keinen Damage gemacht. Wie gesagt, ich hänge am ganz am Ende mal noch einen kleinen Screenshot aus meinem Chat raus. Das ist für die ersten drei Emotes. Sind auf jeden Fall geglückt. Nochmal da auch danke an Geronimo. Ich kann jetzt noch drei hochladen, weil wir, wie gesagt, kann ich jetzt auch nichts machen. Die 50 Subs geknackt haben. Richtig, richtig geil. Also das freut mich richtig. Und dann können wir auf jeden Fall richtig Betrieb machen. Die Prinzessin natürlich auch gut gesetzt. Aber ich habe einen Plan. Also aber beides verteidigen kann. Glaube ich nämlich nicht. Fuck. Wieso hat er schon wieder die Skelettarmee ready? Oh nein, Mann. Wie schnell hat er denn die Skelettarmee ready, Mann? Gut. Gut. Klasse. Klasse, Chef. Sieht nach einer guten Niederlage aus. Bis jetzt. Bis hierhin. Na, die überholen, glaube ich, den Riesen, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass er den Riesen überholt? Zack. Zack. Ja, da hat er ja alles, was er braucht, gell? Sehr schöner Angriff eigentlich. Okay, oh, meine Elite aber müsste jetzt eigentlich hier richtig guten Damage am Turm bekommen. So, waren direkt weiter Druck. Oh, das reicht, glaube ich, nicht, ne. Ja, da gibt's nochmal ein Danke. Weblade. Ah, neun Zuschauer sogar. Oh, das war knapp. Springen wir ins nächste Spiel. Gegen Gaspar aus Fury of Light. Kenne ich nicht. Also ich kann auch drei Emotes machen. Vielleicht können auch hier Leute in meinen Chat, also die, also aktive Nutzer, die das schreiben, vielleicht auch Subs. Eigentlich wäre es am besten, wenn Subs sogar sagen, er spielt 100% Royal Giant, war klar. Macht Spaß. Ich hasse Royal Giant-Spieler, das wisst ihr. Ich hasse die so auf den Tod. Vielleicht gibt es hier Leute, die mir sagen können, was für Emotes sie sehen wollen. Das wäre richtig geil. Also, welche Emotes ihr unbedingt sehen wollt, das wäre richtig geil. Da wird sich der Chef freuen, wenn ihr ihm da vielleicht so einen kleinen Gedankenanstoß geben könntet. In den ersten Turm perfekt. So. Sehr schön, das lief schon mal. Also, ich kann wie gesagt noch drei Modes freischalten. Drei werde ich ganz am Ende vom Video zeigen. Und drei neue müssen dann noch kommen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, mit meinem Designer schon geredet. Aber vielleicht gibt es hier noch Leute, die eine geile Idee haben für ein Emote. Wäre auf jeden Fall geil. Das Ding ist jetzt, er hat den Übervorteil. Ja. Ich muss jetzt warten, warten, warten. Jetzt. Und die Elite-Barbaren. Was? Sepp ist bereit. Jetzt sind die Elite-Barbaren nicht am Turm. Schade. Hat er gut verteidigt. Hat er nicht schlecht verteidigt. Am besten wäre es, glaube ich, wenn wir auf den Free Crown Win gehen. Kann das sein? Sollen wir auf den Free Crown? Also, wenn er einen Turm hat, hat er so einen kranken Vorteil. Gut, sein. Ah, ich muss eigentlich auf den Free Crown Win gehen, ehrlich gesagt. Ich muss auf den Free Crown Win gehen. So. Grabstein platziert. War nicht gut platziert, so wie es aussieht. Ja, halt auch die Minions. Und die sind eigentlich eine gute Verteidigung, ja. Ja, das nervt mich halt. Auch die Min. Er hat auch dann wieder alles. Komm, alles komplett, was du brauchst, Bruder. Aber ja, wir werden uns hier den Free Crown Win auf jeden Fall schnappen. Das glaubt ihr mir aber. Noch ein Feuerball, klasse. Ich kann den Friedhof in der Overtime nicht mehr einsetzen. Das nervt. Das nervt so extrem.
Kriegt er noch einen Feuerball raus? Oh, das wäre geil. Jo, perfekt. Und damit sollten wir sogar noch den zweiten Turm holen. Ich würde den gerade gern ganz gern flamen. Ja. Gewinnen wir auch so. Also, wie gesagt, Red Giant stelle ich fast für mich auf die gleiche Stufe wie Inferno-Turm. No hate, aber ist einfach so. Ich finde, für die Karte braucht man auch nicht so ultimativ viel Skill in meinen Augen. Kann wieder jeder anders sehen, wie er will. Er ist schon mehr gegen 91 Days. Hier gegen Delta. Gottlack. Wieso spielen wir die ganze Zeit gegen Leute aus 91 Days? Das ist doch auch ein deutscher Clan. Ah, klasse. Macht es direkt richtig, so wie es aussieht. Kann mein Riese noch da, um zu tanken. Na, egal. Also der falsche Elite-Baba war halt auch angegriffen. Der nicht am Turm mehr ein. Oh. Und er spielt eine Elixierpumpe. Jo. Müssen wir. Müssen wir. Muss. Leider. Dann Plan. Der Plan war scheiße, ehrlich gesagt. Sag ich mal, ja, ich muss ihn meinen Turm holen lassen. Das ist nicht das. Ja, das würde auch wieder ein Golem-Deck sein. Ich hätte auf die andere Seite gehen sollen. Sollen wir die Barbaren hinten dran setzen? Eigentlich ja. Doch, eigentlich ja. So. Einer überholt, das ist gar nicht gut. Freue ich mich gar nicht. Hat er das Kampfholz gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Er hat einen Sepp gehabt, aber der Sepp, ja. Damit haben wir auch seinen Turm. Ne. Boah, guck euch an, wie viel Damage das ist. Die Elite-Barbaren sind zu OP. Weil wir noch 100% ein Ding spielen. Wir müssen auf den Full-Con-Win gehen und das wird extrem schwer. Guck mal, sein King dauert einfach noch 5000 HP. Ne. Das ist eigentlich unmachbar, finde ich, in meinen Augen gerade. Dann dürfen wir gleich wieder den Golem zum Kiten. Ja. Aber diesmal ist er schlecht gekitet, ehrlich gesagt. Ja, guter Feuerball. Was machen wir denn da? War so klar, dass er einen Golem spielt. Oh, guck dich das an. Keine Chance. Keine Chance. Einfach gar keine Chance. Und jetzt greifen wir noch so ein Ding an. Oh, ja, das Deck, das zerstört mich einfach. Das Deck zerstört mich einfach. Hüpfen wir ins nächste Game. Oh, die Stadthand gefällt mir nicht. Was setzt der Gegner? Oh, nee, Alter. Oh, maxed out Royal Giant. Maxed out Royal Giant. Und dann ist er noch so weit hinten platziert, dass ich nichts tun kann. Absolut nichts tun kann. Ja, da reicht nicht mehr erstmal die Bogenschützen, so wie es aussieht. Klasse. Da war ich dann noch eine relativ gute Verteidigung. Nicht zu teuer. Perfekt. Ja, spielen Elektro-Wizard auf Level 1. Also Elektro-Wizard Level 1 würde ich euch nicht raten zu spielen. Das war immer noch. Also ich habe die Leute schon gespielt, die hatten auf 4, das war richtig krank, Alter. Auf 4 hat man Feuerball Level 9 die nicht mehr gekillt. Also, das war schon mal Next Level Shit, muss ich auch dazu sagen. So, jetzt hat er eigentlich kein Elixier mehr da.
Elite-Barbaren waren sie nicht gut dagegen. Das hätte ja auch jetzt gerade. Guck mal, wie die vernichtet werden, die Elite-Barbaren. Ja, perfekt. Da muss man ein Kampfholz setzen, weil er jetzt auch keinen Sepp und kein Kampfholz mehr hat. Kommt hier einfach nur der Grabstein zum Vorschein. Und wir sollten eigentlich dann theoretisch auf seinen anderen Turm gehen. Ah, wobei, sollen wir das tun? Nee. Wir spielen das ganz chillig runter. Ich will jetzt hier keine Fehler machen oder so. Wir haben auf jeden Fall besser Elixier getradet als er. Naja. Der Royal Giant ist halt, ja, nervig. Ist nervig. Er hat Kampfholz, er hat Zap, er hat Feuerball. Also er hat vieles, was er braucht gegen uns. Ist auf jeden Fall motivierend. Jetzt kommen die Elite-Barbaren rein. Und jetzt kommt der. Ah, Feuerball brauchen wir gar nicht. Okay. Kommen wir die Bogenschützen hin. Ja, auch der Giant. In die Mitte der Megalakai. Ah, doch, in die Mitte der Megalakai. Hier mal der Graveyard hin. Ah, gut, das war stark gespielt jetzt mal von ihm. Das war stark gespielt. Ja, noch ein Feuerball hin? Ne, den brauchen wir nicht. Okay. Dann lassen wir das mal so stehen. Wenn schon klar ist, dass sein Royal Giant kommt, da gibt es einen Feuerball. Sehr schöner Feuerball. Ah, Kampfholz ist okay. Megalakai hier hin. Na, dann gewinnen wir das. Brennt auch nichts mehr an. Ich will. Eine Sekunde länger wird noch den Turm geholt. Good luck. So. Oh, immer noch drei Kronen, Alter. Es ist so schwer, hier oben die Thronkrone voll. Die Thronkrone. Die Thronkrone. Die Kronentruhe voll zu bekommen. Weil auch die Level 12er hier oben richtig stark sind, meiner Meinung nach. Auch vom Kartenlevel her. Ich brauche mal ein neues Deck wieder. Also, ich bin wie gesagt dabei, Jungs. Ihr habt es ja vorhin mitbekommen, dabei neue Decks auszuprobieren. Bin auch nicht so richtig auf mein Deck gekommen beim Ausprobieren. Schauen wir mal, ob wir dann in der Zukunft vielleicht ein besseres finden. Ja, der Feuerball ist okay. Wer ruft denn um die Uhrzeit an? Kein Sinn. Er spielt Minenwerfer, WTF. Unser Megalacker überlebt das. Ich hab einen Plan. Bin mal gespannt, ob das klappt. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ich weiß nicht, hat er noch. Komm, hopp oder top, Jungs. Hopp oder top. Hopp oder top. Oh mein Gott, perfekt war das. Das war perfekt. Weil es hier alles drin ist, kann ich hier alles mit dem Feuerball aufräumen. Perfekt. Das läuft. Das läuft, Jungs. Also er spielt auch die Elite-Barbaren und den Ritter. Das ist natürlich ja, semi gut. Hier gibt es den Grabstein hin. Ich kann erstmal tanken. Als nächstes kommt der Megalakai hier hin. Aber zwar wieder schlechter Elixier getradet, aber das ist auch relativ egal. Weil ich glaube, sein. Ding hat keine draus, perfekt. Sein Mörser hat keine draus bekommen. Mörser, Minenwerfer, wie man es auch nennen will. Also, sind 11 Live-Zuschauer. Ich weiß nicht, ob jetzt alle von mir kommen oder auch von ihm. Aber es ist krass. Diese Live-Zuschauer die ganze Zeit. Elite-Barbaren raus. Sepp bereit. Er hat noch den. Überholst du ihn? Nein, oh, perfekt. Er überholt ihn nicht. Das ist das Beste, was passieren konnte, ohne Spaß. Auch den Feuerball. Na, wir lassen es mal noch, den Feuerball draußen. Ich denke mal, sein Ritter wird gleich tanken für den Minenwerfer. So. Ja, das war mir schon klar, dass so irgendwie so eine Taktik hier gespielt wird von dem. Ja, am Ende kommt man wahrscheinlich da nicht mehr durch, ja. Klar, er baut alles zu am Ende. Oh, wie ich solche Spieler hasse, Jungs. Ihr wisst, wie der Chef da. Ja.
Ihr wisst, was ich meine. Ich hasse einfach solche Spiele. Auf den Tod. Auf den Tod hasse ich solche Spiele. Was, wenn hier ein bisschen. Ich weiß nicht, hat er einen Feuerball? Einen Feuerball hat er nicht. Perfekt. Damit treffen wir echt alles. Und da nichts mehr von Mega Minion. Und das gewinnen wir. Meine Fresse. Was ein Deck. So. Ja, noch 2 Kronen. Oh Mann, ey, warum kriegen die so langsam voll? Ich weiß auch gar nicht, was ihr nach dem 4-6-Stunden-Stream alles mit euch noch bereden soll. Also, die Emotes sind draußen. Ihr könnt abonnieren, wenn ihr wollt. YouTube läuft auch, finde ich extrem gut. Es sind jetzt knappe 3000 Abonnenten. Ab 10.000, wisst ihr, mache ich ein. Nein, bitte jetzt nicht. Bitte nicht jetzt hier, Mann. Leckt das Spiel, glaube ich, ein bisschen, kann das sein. Ich hoffe, dass es nicht zu arg leckt bei euch. Ja, doch, jetzt leckt es ein bisschen. Och, Mann. Jetzt muss ich gegen Lavahund spielen. Da war ich zwar auch gegen Lavahund gespielt, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es dann besser gelaufen wäre, aber trotzdem. Nicht gut, nicht gut. Was machen wir da? Was mache ich da nur? Das kommt ja von der anderen Seite. Ich kann halt meinen Riese nicht backuppen, das nervt mich. So, Sepp ist raus. Wer macht mehr Damage? Ich glaube, wir machen mehr Damage, oder? Oh, er muss mal die Pfeile werfen. Jetzt haben wir den Riesen davor bekommen. Na, ja, wir haben aber keinen Sepp, gell? No, der Sepp ist ja raus. Wenn er schlau ist, setzt er die Skelettarmee. Ja, wobei. Die Bogenschützen sind ja eigentlich nicht schlecht dagegen. Läuft. Sehr schön. Dann wir jetzt einfach mal so. Perfekt. Da gibt es hier nochmal den Friedhof hin. Ha. Läuft. Ich glaube, ich hätte den Friedhof nicht mehr spielen müssen, ehrlich gesagt. Da sieht es aber vertan. Ah, scheiße, und ich habe mich auch vertan. Natürlich habe ich mich auch vertan. Scheiße. Huhuhu. Ja, doch, das geben wir trotzdem. Er hat dann diesen einen Fehler gemacht. Ich weiß, was heißt Fehler? Mein Push war irgendwie besser mit meinem Riesen. Der war auch billiger. Deswegen ging es auch besser klar. Hatte ich nicht, jetzt, nicht gerade so riesen Misplays gemacht. Komm, wenn wir noch bei 4-7 kommen, dann war das auch wenigstens eine erfolgreiche Clan-Truhe. Ich denke mal, dass ich gegen die Leute schon gespielt habe, die gegen diese, wenn ich gegen diese Chinesen spiele. Die haben die gleichen Namen, komischerweise. So. Ach, ja, klasse. Der ist ja sympathisch, der Typ hier. Können da nicht die Bogenschützen mal vorkommen? Ja, super. Ihr kommt nicht vor, ihr bleibt hinter dem Royal Giant. Ja, klasse. Macht Spaß, macht Spaß, macht Spaß. Ach, diese Royal Giant-Spieler machen. Ne. Ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Ich probiere es jetzt einfach. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Klasse, ein Kampfholz noch. Ach, meine Güte, ist das nervig, diese Royal Giant-Bogenschützen.
Spieler, Mann, die nerven mich so krank. Machen wir weiter Druck, instant. Sehr schön. Er hat schon wieder die Elite-Verbahn ready. Was? Okay. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Oh, schlechter Sepp von ihm. Schlechter Sepp. Gut, er hat ein bisschen gemisplayed, aber er hat meinen rechten Turm schon mal. Das ist natürlich dann, ja, nicht gut für mich. Ich brauche theoretisch nur einen Turm. Auf den sollte ich mich am besten konzentrieren. Er wird jetzt 100%, ja. Mein Gott. Sie sterben einfach. PTF. Sie sterben einfach. Habt ihr es gesehen? Ja. Super. Macht Laune. Sie sterben einfach. Oh mein Gott. Der Feuerball kommt nicht mal, oder? Doch, er kommt. Immerhin das. Hat auch ein Feuerball, war doch klar. Ey, ich schwör's euch, ich hasse Royal Giant Spieler. Habe ich das schon gesagt, dass ich sie hasse? Ja, oder? So, ey, solche ekligen Spieler einfach. Ey, ich will doch nur einen Turm, Mann. Komm, gib mir diesen einen Turm. Schenk mir einfach diesen einen Turm. Ich hole den um jeden Preis, diesen Turm. Immerhin haben wir einen Turm geholt. Ja, immerhin das, immerhin das. Also, wenn ihr wisst, ihr verliert und ihr braucht noch eine Krone, dann macht das so wie ich jetzt am Ende. Ich hätte das Ding nicht mehr gewinnen können. Gegen Royal Giants ist das Deck so kacke, mein Deck. Ich muss mir ein neues überlegen. Vielleicht soll ich dieses Golem-Deck spielen. So, einmal der Bombenturm, dreimal drei Musketiere. Jetzt kommt noch eine normale Karte, okay. So, Jungs, ich blende jetzt hier noch am Ende nochmal ganz kurz die Dinge ein. Das bedeutet, dass ich jetzt ganz am Ende noch die Dinge hochladen werde, die Bilder. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, euer Chef Strobel.